Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Würfel spielen. Abu Musa al-Ash'ari, erzählte, dass der Prophet sallam, sagte, wer mit dem Würfel spielt, dann hat er sich Allah und seinen Propheten widersetzt. Spielst du mit Würfel, dann hast du Sünde begangen. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sagte, seid gewarnt vor diesen zwei Würfeln, die beschriftet sind, die durch diese bestraft werden wird. Und diese sind von Glücksspiele. Buraid ibn al-Hasib sagte, wer mit Würfeln spielt, dann ist das, als ob man die Hände in Schweinfleisch und Blut von Schwein getan hat oder hätte. Deshalb diese Aussagen, ich meine, die sind klar, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, erstmal, dass dies verboten ist. Deshalb, man darf kein Würfel spielen. Und da sagt man, ja, was ist für die Kinder? Auch für die Kinder. Spiele nicht mit Würfeln, sondern mach etwas anderes. Barakallahu fikum. Dann dazu noch, dass man Al-Adab, das wird Erziehung. Wa akhraj alladhina yal'abuna bin-nard. Diejenigen, die mit Würfeln spielen und die Leute, die sündigen, bleiben nicht bei einer Person. Der soll sie rausschicken, wenn sie Sünden beginnen. Nafi' sagte, Abdullah ibn Umar, als er jemanden gesehen hat, von den Leuten, von seinen Verwandten oder von den Leuten, die bei ihm gelebt haben, wenn er jemanden gesehen hat, dass er mit Nardashir, mit An-Nard, mit Würfel gespielt hat, der hat ihn geschlagen und der hat diese Würfel zerbrochen. Aisha radhiyallahu anha wurde berichtet, dass jemand, der in ihrem Haus gelebt hat, dass jemand mit Würfel gespielt hat. Dann hat sie zu diesen Leuten geschickt, sagt, entweder bringt das raus oder ihr werdet rauskommen. Sie sagt, entweder verlasst meinen Raum oder verlasst dieses, was ihr spielt. Kulthum ibn Jabr sagte, Ibn Zubair sagte, oh Leute von Mekka, ich habe gehört, dass einige von euch mit Würfeln spielen. Und Allah sagt, innam al-khamru al-maysir, das wird wahrlich. Berauschendes Meister, das wird Glücksspiel. Weil Islam und Ansab und Rissam und Amr al-Shaytan. Und so. Der sagte, und ich schwöre bei Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der dieses Spiel spielt und er kommt zu mir, ich werde ihn bestrafen. An Haaren und an Körper. Und Abdullah ibn Amr ibn al-As sagte, derjenige, der mit diesen Würfeln spielt, wenn er das als Glücksspiel macht, dann ist das, als ob diese Person Schweinfleisch gegessen hat. Und wenn er das ohne Glücksspiel macht, das wird nicht um Geld und sowas, spielt nur aus Spaß, dann ist das wie die Person, die seine Hand in Blut von Schwein getan hat.